so traurig. Was ist denn los? Naja, eigentlich wäre jetzt doch die Kinderbibelwoche im Dekanat Leutershausen gewesen. Und jetzt können wir die nicht halten. Das stimmt, das ist wirklich schade. Aber weißt du was? Dafür habe ich so ein paar Geschichten dabei. Und die erzählen wir euch einfach. Oh, ich liebe Geschichten. Deswegen ja. Hast du denn Lust auf eine bestimmte Geschichte? Willst du was wissen? Ja. Das mit dem Jesus, wie das alles begann, das wäre mal schön zu wissen. Das stimmt, das ist bestimmt total interessant, auch für euch. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja! Das mit dem Jesus, das hat eigentlich ganz einfach angefangen. Der ist geboren von Maria und Josef. Der Josef war Zimmermann, also ein ganz einfacher Mensch. Aber schon als Kind haben die gemerkt, der Jesus, das ist irgendwie ein besonderes Kind. Mhm. Und als er dann ungefähr 30 Jahre alt war, hat er sich auf den Weg gemacht. Das ist auch ungewöhnlich. Und da hat er immer wieder von Gott erzählt. Und das hat er einmal auch am See getan, am See Genezareth. Da waren aber so viele Leute da, dass die ihn gar nicht richtig hören und sehen konnten. Also hat der Jesus gesagt, ich brauche irgendwie ein Boot. Boot, das wäre gut. Und da sieht er den Simon Petrus am Uferrand sitzen. Und der ist gerade ziemlich schlecht gelaunt, weil der war die ganze Nacht unterwegs und hat keinen einzigen Fisch gefangen. Und er sitzt da und putzt seine Netze und weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Und da kommt der Jesus und er sagt, Petrus, ich brauche dein Boot. Fahr mit mir ein Stück raus auf den See. Der Petrus, der wundert sich zwar ein bisschen, aber sagt, okay, wir fahren los. Und dann sitzen die beiden im Boot und der Jesus, der erzählt ganz viel von Gott. Und der Petrus hört zu und merkt, boah, was der sagt, das ist richtig spannend und toll. Er ist richtig begeistert. Und als der Jesus fertig mit Erzählen ist, da will der Petrus sein Boot schon wieder anbinden. Aber Jesus sagt, Petrus, fahr noch mal raus, fang noch mal Fische. Und das macht er dann? Ja, erst überlegt er ein bisschen, weil er sich fragt, also tagsüber Fische fangen, da sehen die mich ja, da fängt man doch nichts. Aber er hat gerade so tolle Sachen von Jesus gehört, dass er sagt, weil du es sagst, Jesus, deswegen fahre ich noch mal raus. Und draußen am See, mittendrin, sagt Jesus, ja, hier kannst du dein Netz auswerfen. Und der Petrus macht es und er fängt so viele Fische, dass er so fast nicht alleine ins Boot kriegt. Zum Glück sind noch zwei Freunde dabei mit einem anderen Boot und die helfen dann. Der Petrus, der ist total erschrocken und weiß gar nicht, was der Jesus da eigentlich geschafft hat. Und sagt, Jesus, du bist so toll und ich bin so klein. Vor dir kann ich doch gar nicht bestehen. Aber der Jesus sagt, Petrus, steh wieder auf. Mit dir habe ich noch viel mehr vor. Du kannst mir nämlich helfen. Petrus ist ganz erstaunt, aber freut sich auch total. Und sagt, ja, ich mach mit. Und Jesus sagt dann zu ihm, ja, du bist jetzt auch ein Menschenfischer. Du kannst den Menschen von Gott erzählen. Und der Petrus lässt wirklich alles stehen und liegen und zieht mit Jesus weiter auf den Weg. Auf dem Weg. Mit Jesus. Genau. Eine schöne Geschichte. Erst hat er keine Lust mehr gehabt, dann hat Jesus gesagt, auf geht's, mach's doch. Dann hat's funktioniert. Aber ich bin ja jetzt kein Fischer. Was bedeutet denn das jetzt für mich? Für Menschenfischer musst du auch kein Fischer sein. Weil beim Menschenfischer geht's darum, von Gott zu erzählen. Und dass Gott für die Menschen da ist. Das hat Jesus auch immer ganz viel getan. Und wenn du von Gott erzählst und es Leuten weitergibst, dann sagst du ihnen eine total tolle Botschaft. Dann kannst du den Menschen auch helfen, dass sie wieder auf den Weg finden, so wie der Petrus auch. Dass sie wieder eine Aufgabe finden und einen Sinn finden. Das hat erstmal nichts mit dem Fischer zu tun. Und das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe. Und das machen wir jetzt ja gerade. Wir erzählen von Gott und machen damit hoffentlich euch auch eine Freude. Und das kann jeder.
voll schön. Prima. Und morgen gibt's die nächste Geschichte. Genau. Schalt ein. Er lebte einst vor langer Zeit, kam in die Welt mit ihrem Leid, doch sein Leben hatte einen Sinn, er war von Gott selbst auserwählt, als Sühneopfer für die Welt, doch Gottes starke Hand war über ihm, zu Fischern aus Genezareth. Folgt mir nach, folgt mir nach. Auch Petrus sah und ein Fischer, er nannte ihn Messias und folgte ihm durch Triumphe und durch